Die nachfolgende Sendung wird präsentiert von der 01057. Deutschlandweit telefonieren für unschlagbare 1,9 Cent pro Minute. Das sind wir wieder ganz schnell zu Beginn unsere Mitmachregeln heute zur heutigen Sportquiz-Sendung. Gleich geht's los. Wir spielen den Leitungsbuzzer. Den können wir leider nicht einblenden. Deswegen muss ich es Ihnen erklären. Wir spielen den Leitungsbuzzer. Das bedeutet, wenn der Leiter der Sendung den Buzzer auslöst, steht übrigens auch oben da. Da haben wir es nämlich. Wenn der Leiter der Sendung den Buzzer auslöst, wird per Zufall ein Anrufer durch einen technischen Auswahlmechanismus ausgesucht, der eine der eingeblendeten virtuellen Leitungen erhält und live ins Studio weitergeleitet wird. Die Anzahl der virtuellen Leitungen hat natürlich keinen Einfluss auf die Gewinnchance. 18 Jahre alt sein, es gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige, 50 Cent der Anruf aus Deutschland, 50 Österreich, Handytarife sind deutlich teurer. Läuft alles für Sie und so nochmal durch, Teletext 353 im Internet und oben natürlich auch hier alles, ne? Alles im Internet, Teletext 353 im Internet, sport1.de. Wir können natürlich nicht garantieren, dass Sie mit einem Anruf bei uns landen, garantieren aber, dass eine Spielrunde maximal bis zum Sendungsende gespielt wird. Ich begrüße den nicht fußballinteressierten Redakteur des heutigen Tages. Hallo Tobi. Hallo, liebe Sascha, ich grüße dich ganz herzlich an diesem herrlichen, sommerlichen Abend. Ja, ich schaue mal nach, was du hier an Spielen vorbereitet hast. Überlege ich gerade, ob du mir noch irgendwas... Was hast du denn vorbereitet? Frag mal so. Ja, weil heute ja Samstag ist und wir ein starkes Gegenprogramm haben, nämlich den DFB-Pokal, das wissen wir natürlich auch bei Sport 1. Ja. Werden wir hier gleich in die Vollen gehen. Heißt also, wir werden hier um sehr, sehr viel Geld spielen, dass ich dir auch sofort mal einblende. Es wird jetzt gleich am Anfang hier in der ersten Runde um 30.000 Euro sicher gehen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Summe, aber klar, wir sind uns da auch bewusst, heute ist ein spezieller Tag, da muss man es vielleicht mal ein bisschen über die Gewinnsumme machen, weil heute nicht viele Leute bei uns zuschauen werden bei Sport 1, das denke ich zumindest. Klar, heute ist ein besonderer Tag, deswegen 30.000 Euro, die sind auch garantiert und zwar für dieses Spiel hier. Es ist die erste Runde. In der ersten Runde suchen wir 6 deutsche Städte. Ja. Und wer uns als allererster diese 6 deutschen Städte nennt und dann hier bei uns im Studio ist, der hat hier das ganze Geld sofort gewonnen. Aber Achtung, diese 30.000 Euro gibt es jetzt nur einmal. Heißt also nur hier als in dieser Runde jetzt, in dieser ersten Runde. Deswegen würde ich ja bitten, dass wenn man Lust hat, hier 30.000 Euro heute zu gewinnen, das auch macht. Klar, das ist ein Special, das wir heute anbieten, weil wir natürlich wissen, was wir heute alles als Gegenprogramm hier gegen uns laufen haben. Aber nichtsdestotrotz, diese 30.000 Euro sind gerechtfertigt und die kann man sich jetzt abholen. Diese 6 Städte, die wir suchen, die stehen nur von oben nach unten und von links nach rechts in diesem Gitter drin. Also alle Städte nur von oben nach unten und von links nach rechts. Das heißt, es schlängelt sich nichts durch, es geht auch nichts um die Ecke, sondern alles von oben nach unten und von links nach rechts. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich würde vorschlagen, lieber Sascha, dass wir sofort hier jetzt mit 30 Sekunden Bedenkzeit anfangen und dann hier gleich in der ersten Runde diese 30.000 Euro an den Mann bringen. Das können wir gerne tun. Es sind mehrere Städte drin, wie immer. Wir suchen 6 daraus, die müssen genannt werden. Deutsche Städte müssen es sein. Sie sind garantiert drin, das können wir auch heute wieder garantieren. Hier im Umschlag habe ich sie alle drin. Alle 6 müssen genannt werden. Wer das hinbekommt, kann wirklich und tatsächlich, das muss ich dann auch noch mal dazu sagen, diese Gewinnsumme in Höhe von 30.000 Euro heute hier mitnehmen. 01379 010203. Wer Lust hat, Sie sind recht herzlich eingeladen. Die Suchzeit läuft ab. Ich sage es gleich dazu. Der Erste oder die Erste. Es werden nicht viele das Sportquiz heute verfolgen. Wenn Sie es verfolgen, haben Sie die Möglichkeit, jederzeit hier bei uns zu sein. Finden Sie 6 deutsche Städte, der Erste oder die Erste, die mir alle 6 nennt, Sie nehmen heute und hier 30.000 Euro mit. Ja gut, Sascha, aber da muss man auch sagen, das Geld ist natürlich gerechtfertigt. Also diese 30.000 Euro sind gerechtfertigt, weil wenn hier jetzt jemand Gas gibt, wenn hier jetzt jemand wirklich Zeit investiert und hier sucht, dann hat er sich das Geld auch verdient. Das ist zumindest meine Meinung, unsere Meinung hier von Sport 1. Und deswegen haben wir das Geld auch so jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, um es eben auszuspielen. Ich starte die Runde. Suchzeit vorbei, Bedenkzeit vorbei. Sobald diese Runde gestartet ist, haben Sie die Möglichkeit, sofort bei mir zu sein. In 5, 4, 3, 2,
1, jetzt! Von jetzt an, jederzeit, jederzeit möglich. Jederzeit. Wir machen das Ganze einfach. Es ist die allererste Runde, die wir hier spielen. Es ist tatsächlich die erste Runde, die wir spielen, wenn es jemandem gelingt. Ganz schnell vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie lange Sie brauchen. Wenn es jemandem gelingt, 6 deutsche Städte hier zu finden, haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit einzuwählen. Der erste oder die erste live hier bei uns im Studio, die uns alle 6 Gesuchten aus diesem Gitter hier nennen kann. Es sind 6 deutsche Städte, die wir suchen. Der erste oder die erste hier live im Studio. Es kann jederzeit klingeln, es kann jederzeit eine dieser Leitungen erwischt werden. Wer mir auch immer hier und jetzt alle 6 gesuchten deutschen Städte nennt, nimmt 30.000 Euro mit. Einmaliges Angebot. Das Ganze nur einmal möglich. Einmal. Treffen Sie Leitung 3 oder die 6 oder die 9, es ist völlig egal. Eine dieser Leitungen jetzt im richtigen Moment, Sie sind sofort bei mir. Eine dieser Leitungen ja, im richtigen... Sascha, ist natürlich gut, dass du es ansprichst mit den Leitungen, natürlich. Also es ist definitiv so, die Leitungen werden getroffen und ja auch die Leitungen, die zu uns ins Studio führen, werden natürlich getroffen. Aber dennoch geht es jetzt natürlich erstmal hier drum, dass man hier diese 6 Städte findet. Und klar, ich weiß Bescheid, also das wird 1, 2, 3, 4, 5 Minuten dauern. Es kommt immer drauf an. Und ich kann auch nicht versprechen, dass es jeder findet. Nur, was ich weiß, diese 6 Städte, die wir suchen, sind garantiert hier drin. Und wir werden natürlich dieses Geld auch garantiert heute ausspielen. Allerdings nur an den Ersten, den wir jetzt hier heute in der ersten Runde hier begrüßen dürfen und der uns die richtige Antwort nennt. Also das muss klar sein. Deswegen, man macht es jetzt schon richtig, erstmal jetzt die Städte suchen und dann hier anrufen. Aber wenn man sie dann hat, dann kann man hier wirklich teilnehmen. Bevor man hier nicht 6 Städte gefunden hat, bitte nicht mitmachen. Das ist auch ganz wichtig. Natürlich, das Geld spielen wir aus, haben wir gesagt. Das Geld geht jetzt an den Ersten, der hier bei uns ist. Aber das muss natürlich die richtige Antwort sein. Wenn man jetzt hier jemand 4 oder 5 Städte nennt, dann kann ich damit nichts anfangen. Ich brauche die 6 gesuchten Städte. Das muss klar sein. Aber dann, pass auf, dann machen wir es doch jetzt ganz kurz. Also ich möchte hier die erste Runde wirklich jetzt auch mit dem Gewinner hier küren. Ja, aber stopp, pass auf. DFB-Pokal läuft neben uns. Ich glaube, gerade ist Pause. Vielleicht ist der ein oder andere dabei. Lass uns ganz schnell eine runternehmen. Lass uns nur 5 suchen. Wir spielen 30.000 trotzdem aus. Geht das? Nein, das machen wir nicht. Das also, geht nicht? Bei 30.000 Euro gehe ich nicht mit den Städten runter. Das muss klar sein. Okay. Also wir suchen weiterhin die 6 Städte, weil das fände ich sonst unfair all jenen gegenüber, die jetzt vielleicht kurz davor stehen, 6 Städte zu finden. Ja. Nee, wir machen es jetzt anders. Wir starten jetzt bitte sofort die Runde. Wir legen nochmal 2.000 Euro drauf. Dann starten aber wir bitte... Die Summe spielen wir aber aus, wenn jemand die 6 da drin findet, die wir suchen. Ja, allerdings jetzt nur für den Ersten, der hier bei uns ist. Ja, klar. Die richtige Antwort. Das muss klar sein. Aber wir spielen es aus, wenn jemand die 6 nennt. Genau so ist es. Nur dann gib du jetzt bitte hier die Runde frei, weil ich kann auch erst, ich weiß selber, es ist gerade Pause, nur ich kann auch erst die Auswahl treffen, wenn du jetzt die Runde freigegeben hast. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also erst dann kann ich logischerweise starten. Das ist immer so. Deswegen bitte jetzt die Runde freigeben. Und nochmal, ich garantiere, das Geld geht heute garantiert raus. Für die richtige Antwort, die uns jetzt hier genannt wird. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! 32 ab jetzt, der Erste, der hier landet, alle 6 nennt, nimmt 32.000 mit, aber es müssen die 6 sein. Wer auch immer hier landet und die 6 deutschen Städte nennt, vielleicht bekommt man die ja hierhin, einfach mal probieren. Einfach mal probieren, der Erste, der mir die nennt, einfach her damit. Der Erste oder die Erste, aus Deutschland, aus Österreich, völlig egal wer, wer auch immer jetzt und hier alle 6 deutschen Städte findet, die wir hier suchen, nimmt von jetzt an 32.000 mit. Der Erste oder die Erste, wer auch immer es schafft, jetzt und hier die 6 zu nennen, nimmt hier jetzt sofort 32.000 mit. Ich bin sehr gespannt, ob das jemand hinbekommt. 01379010203 aus Deutschland. Ein Anruf. Wer Lust hat, Sie können es probieren. Mit einem Anruf ist es schon möglich, hier zu landen. Sie können es aus Österreich probieren. Die Chancen sind völlig gleich. Wir haben das oft genug gehabt, dass Zuschauer oder Zuschauerinnen mit nur einem einzigen Anruf schon da waren. Ich garantiere Ihnen jetzt den Sofortgewinn, wenn Sie mir die 6 deutschen Städte nennen.
Ich garantiere Ihnen den Sofortgewinn, wenn Sie mir alle 6 deutschen Städte aus dem Gitter nennen, die wir hier suchen. Klingeln kann es jederzeit. Wenn Ihnen das zu schwierig ist, dann ja, vielleicht einfach beim nächsten Spiel nochmal mit dabei sein. Aber wenn jemand 6 deutsche Städte jetzt da drin findet, können Sie sofort hier sein. Sie müssen es nur probieren. Probieren Sie es ganz schnell aus. Ihre Chance, jetzt hier zu sein. Ein Anruf kann reichen, es kann der zweite sein. Wir können es natürlich nicht garantieren, aber es ist möglich, dass Sie wirklich, wenn Sie es jetzt probieren, auch bei mir landen. 32.000. Mit einem Anruf können Sie jetzt schon 32.000 Euro gewinnen. Nochmal dazu gesagt, das ist natürlich keine Garantie, es ist aber möglich. Denn im richtigen Moment gewählt, eine dieser Leitungen getroffen, Sie sind im Studio. Aber nur, wer es schafft, mir alle 6 gesuchten deutschen Städte aus dem Gitter zu nennen, hat auch die Chance hier auf 32.000. Ich warte auf den ersten, ist die allererste Spielrunde, die erste Spielrunde am heutigen Abend. Wenn es klingelt und jemand löst, ist das Geld weg. Wenn nicht, gehen wir auch ins nächste Spiel. So oder so wird es hier in dieser Runde nur einmal klingeln und wir wechseln sofort die Spielrunde. Wer schafft es? Achtung! Wer schafft es hier bei uns zu landen? Einer im richtigen Moment. Ein Zuschauer, eine Zuschauerin, wer auch immer im richtigen Moment, Sie können jederzeit hier sein. Klingeln kann es jetzt jede Sekunde. Der Erste, der es jetzt in die Sendung schafft, nimmt das Geld mit. Der Erste, der es zu uns schafft, 6 deutsche Städte, ganz, ganz schnell 6 deutsche Städte finden und bei mir landen. Und nochmal, das ist ein schwieriges Spiel. Wer das nicht hinbekommt, mir kann das hier an dieser Stelle jetzt wirklich nur egal sein, denn es geht darum, wer es hinbekommt. Wenn es jemand schafft, alle 6 zu finden, können Sie jederzeit hier sein, wenn nicht, dann nicht. Immer noch niemand da. Leitungen sind da. Einen richtigen Moment treffen, Sie können jederzeit hier sein. Egal welche dieser Leitungen, Sie können jetzt jeden Moment hier sein. Der Erste, der löst, hier live im Studio, nimmt 32.000 mit. Jetzt. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Erst suchen, dann anrufen. Darum geht es jetzt in dieser Spielrunde. Erst wenn man 6 hat, macht man mit. Erst wenn Sie 6 deutsche Städte haben, machen Sie bitte mit, ansonsten Hände weg vom Telefon. Achtung! Sie wählen bitte erst, wenn Sie alle 6 haben. Es kann sein, dass es jetzt noch keiner hat. Wir sind gerade erst in dieses Spiel reingegangen. Es kann wirklich sein, dass das jetzt aktuell in dieser Sekunde noch niemand gefunden hat. Und läuft, wie gesagt, alles Wichtige durch. Telefonnummern darüber. Wer ist in der Lage, hier zu lösen? Wer holt sich jetzt und hier das Geld ab? Das kann jetzt und hier nur ein einziges Mal ausgespielt werden. Einmal. Wir können nur einmal diese Gewinnsumme jetzt ausspielen. Ein einziges Mal ist es jetzt und hier nur möglich, dass das Geld ausgespielt werden kann. Freunde, Chance nutzen, jetzt hier sein. Das ist kein einfaches Spiel. Es ist aber auch nicht kompliziert. Denn in diesem Gitter sind genau 6 deutsche Städte drin, die wir suchen. 6 Stück suchen wir, die anderen nicht. Es müssen deutsche Städte sein. Das müssen demzufolge auch Städte sein, die in Deutschland liegen. Es kann durchaus sein, dass sie da drin eine Stadt finden, die nicht in Deutschland liegt. Die ist aber dann nicht gesucht. In dieser Runde sind ausschließlich nur deutsche Städte gesucht. 32.000, garantierter Sofortgewinn, Ihre Chance jetzt hier zu sein. Hier sind die Leitungen. Eine davon treffen, jetzt und hier bei mir sein, 32.000 Euro gewinnen. Achtung! Wer es probiert, jederzeit. Wer es probiert, kann jederzeit hier sein. Ich sag's immer wieder, das ist kein Witz. Wie oft haben wir das erlebt? Ein Anruf kann hier reichen. Ein einziger Anruf kann hier reichen. Das haben wir in den letzten Wochen so oft erlebt, dass wir Zuschauer da hatten, die wirklich nur einmal gewählt haben. Es ist möglich, dass sie mit einem Anruf hier landen. Es kann aber auch der zweite oder dritte sein. Es kann sein, sie schaffen es nicht. Ich kann immer nur sagen, einer von ihnen wird hier sein. Einer von ihnen wird hier sein. Die Frage ist, wer und wann. Einer von ihnen wird es hier zu mir ins Studio schaffen. Die Frage ist jetzt, wer und wann. Dass es klingeln wird, dass jemand im Studio landet, das steht außer Frage. Die Frage ist jetzt nur, wer und wann. Wann ist der Erste oder die Erste hier bei mir im Studio? Wann ist der Erste oder die Erste hier live bei mir im Studio? Es kann jetzt jede Sekunde soweit sein. Jede Sekunde kann jemand bei mir im Studio sein. Garantierter Sofortgewinn, jetzt und hier, für den Ersten oder die Erste, aber nur einmal.
Das Ganze kann nur einmal rausgehen. Für die 6 deutschen Städte da drin. Wir suchen 6 deutsche Städte aus diesem Gitter. Die müssen genannt werden. Ham ist doch falsch. Ham ist falsch. Was Ham? Ham ist doch keine deutsche Stadt. Pass auf. Hier. Also, dafür kann ich das Geld nicht ausspielen. Pass auf, also, natürlich geht das heute garantiert raus. Aber nur für die richtige Antwort. Und Ham wird so nicht geschrieben, wie es da drin steht. Wir diskutieren hier nicht lang. Wir diskutieren hier nicht lang. Können wir irgendwas mit der Gewinnsumme nochmal machen? Ja, natürlich müssen wir jetzt was mit der Gewinnsumme machen. Dann machen wir jetzt so das Geld. Ich meine, ich schreibe das jetzt ganz schnell an. Gut, also wir machen jetzt 35.000 Euro, Sascha. Und dann gebt das Ding bitte frei. Wir werden jetzt nicht abbrechen. Nur Ham ist definitiv falsch. Ham gibt es so nicht als deutsche Stadt. Ham gibt es doch so gar nicht. Geld ausspielen. Ham wird mit Doppel-N geschrieben. Also bitte gucken. Es kann jetzt nicht sein, dass wenn man 5 Städte gefunden hat, dass man dann irgendwie Fantasiestädte nennt. Also das geht nicht. Ich brauche schon die 6 Gesuchten wirklich. Sascha, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie hier zurande kommen. Dann gib bitte jetzt die Runde frei. Keine Suchzeit? Lass uns doch eine Suchzeit machen, oder? Nein. Wir machen auch keine Suchzeit mehr, weil da haben wir jetzt auch keine Zeit mehr. Also entweder man hat's jetzt, Sascha, entweder man hat jetzt hier diese 6 Städte, dann kann man hier gerne mitmachen, oder man hat sie nicht, aber dann lässt man bitte die Hände weg vom Telefon. Weil für sowas wie Ham kann ich nichts ausspielen. Und nochmal, klar, mir ist klar, dass das Spiel ist knifflig, gar keine Frage. Und wer es nicht hat, muss sich jetzt auch nicht schlecht fühlen, der macht jetzt hier nur bitte mal nicht mit. Also ich möchte jetzt nicht hier Ham oder sonst was hören, sondern ich möchte die 6 gesuchten Städte wirklich hören. Also jetzt bitte nicht mitmachen, wenn man nur 4 oder 5 hat. Einfach gerne in 1-2 Minuten gerne nochmal reinschalten. Nur jetzt möchte ich hier wirklich jemanden haben, der dann auch das Spiel löst. Und das wird garantiert jetzt hier passieren. Also der Erste, der jetzt hier bei uns ist in der Sendung, der hat diese Kohle sicher für seine richtige Antwort. Das muss man auch noch sagen. Das ist heute eine Ausnahmesituation. Klar, wir wissen, was gegen uns läuft im Programm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ballern heute mal die Kohle raus. Aber dann bitte gib das Ding jetzt frei, weil ich kann auch erst starten, wenn du die Runde freigegeben hast. 35.000, 18 Jahre alt. Ja, zu Recht. Es gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent Ahnung aus Deutschland, 50 Österreicher, die Tarife deutlich teurer. 35.000 für alle 6 und die sind da drin. Ja, aber bitte sag doch nochmal, das ist ja wirklich gerechtfertigt. 35.000 Euro, wer jetzt hier Zeit investiert, wer jetzt hier noch kurz wirklich Zeit investiert, der hat ja die Kohle sicher für seine richtige Antwort. Also der Erste, der jetzt hier bei uns ist, das verspreche ich, der hat die komplette Kohle für die 6 gesuchten Städte. 5, 4, 3, das ist eine Ausnahmesituation, da gibt es keine Frage. 2. Ja, aber du weißt ja, was heute los ist. Also wir wissen, was gegen uns läuft, auch sportlich gesehen. Also komm, jetzt hauen wir die Kohle raus hier. 1. Jetzt! Yes! 35.000 ab jetzt. Das sind von jetzt an 35.000, wenn jemand lösen kann. Wem das zu schwierig ist, Sie können gerne in der nächsten Runde dabei sein, aber jetzt brauche ich jemanden, der das lösen kann. Jetzt brauche ich jemanden, der das lösen kann. Und sagen Sie nicht Ham! Ham ist doch so keine Stadt! Wir haben da keine Abkürzungen drin. Also es ist nicht Hamburg und Ham, die Stadt Ham, die wird mit Doppel-M geschrieben. Das kann doch also nicht sein. Das kann es doch nicht sein. H-A-M ist so keine Stadt. H-A-M ist so keine Stadt. Die Stadt, die deutsche Stadt, die wird mit Doppel-M geschrieben. Wer es hat, kann dabei sein. Die 35.000 spielen wir aus, und zwar jetzt. Die gehen wirklich live raus. Live an den Ersten, der lösen kann. Ich garantiere, dass diese Gewinnsumme jetzt live an den Ersten rausgeht, der lösen kann. Ich garantiere, wer jetzt hier im Studio landet und lösen kann, gewinnt 35.000. Und ich persönlich glaube nicht, dass es viele gibt, die jetzt hier überhaupt zuschauen. Ist aber auch völlig egal. Ich weiß noch nicht mal, ob jemand überhaupt 6 deutsche Städte da drin hat. Das weiß ich ja nicht mal. Ich weiß ja nicht mal, ob jemand 6 deutsche Städte da drin findet. Ich weiß nur, Ham ist falsch und dafür kann hier kein Geld rausgehen. 01379, 010203, das ist Ihre Nummer, vielleicht zum Glück. Das ist vielleicht Ihre Nummer jetzt zu 35.000. Man muss es ja am Ende probieren, wenn man auch hier landen möchte. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wählen Sie nicht, dann sind Sie trotzdem da. Man kann nur im Studio landen, wenn man es auch wirklich probiert hat.
013 7901 0203. Das ist die Nummer aus Deutschland. Wenn jemand aus Österreich gerade zuschaut, in Österreich, ja, da ist ja zurzeit kein Fußball-Gegenprogramm. Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee. Wer jetzt gerade hier zuschaut, das sieht, nutzen Sie die Chance. Die Chancen sind die gleichen, aber man muss es probieren. Man muss es probieren. 0901 050 355. Einer reicht aus. Es muss ja nur einer als Erster haben. Wenn es 10 oder 20 finden, umso besser. Aber einer, nur der Erste. Der Erste, der alle 6 von uns gesuchten deutschen Städte findet. Das sage ich immer. 6 deutsche Städte suchen wir. Die müssen gefunden werden. Und nur wer das als Erster schafft, kann auch hier sein. Und läuft alles durch, Telefonnummer darüber. 35.000, 10 Leitungen sind da. Eine davon muss nur getroffen werden. Wer das als Erster hinbekommt, holt sich heute Abend in dieser Sendung unglaubliche 35.000 Euro ab. Aber man muss das Ganze lösen können. Wir suchen 6 deutsche Städte und die muss ich hören. Hallo? Hallo? Nee, Buzzer noch da, Geld noch da. Gibt's doch nicht. Klingeln kann's jede Sekunde. Klingeln kann's hier jede Sekunde. Wer holt sich hier heute 35.000 Euro ab? Wer holt sich hier heute 35.000 Euro ab? Das gibt's ja gar nicht. 6 deutsche Städte, die stehen drin. Man muss sie, wenn man sie hat, nur ablesen. Man muss die, wenn man die hat, wirklich nur ablesen. Man muss sie nur ablesen, wenn man sie gefunden hat. Aber das Finden, man muss sie erstmal finden. Man muss die erstmal finden. Man muss die überhaupt erstmal finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das sage ich nicht umsonst dazu. Ich habe es doch oft genug erlebt. Aber ich garantiere Ihnen, dass dieses Spiel hier und heute lösbar ist. Ich garantiere Ihnen, dass dieses Spiel hier und heute lösbar ist. Die 6 Städte sind drin. Es sind 6 deutsche Städte. Und die stehen alle wirklich nur von oben nach unten, von links nach rechts da drin. Nutzen Sie diese Chance, die Sie jetzt hier haben. Sie haben jetzt und hier die Chance auf 35.000 Euro, wenn Sie lösen können. 35.000, das muss man sich mal vorstellen. Gehen ja raus, wenn mir das jemand löst. Das Geld geht wirklich raus, wenn mir das hier jemand lösen kann. Das ist gigantisch. Die Leitungen sind da, eine davon im richtigen Moment getroffen, sie sind sofort hier. Eine im richtigen Moment getroffen, sie sind sofort bei mir. Das kann ich garantieren. Trifft jetzt jemand die 3, sind sie sofort da. Die 6, sie sind sofort da. Aber natürlich nur der Erste, der eine dieser Leitungen trifft, ist sofort live im Studio. Seien Sie der Erste. Wichtig, das hat mein Redakteur jetzt oft genug gesagt, zuerst die Städte suchen, dann einwählen. Wenn die jetzt noch keine hat, wählt bitte auch niemand. Denn es kann sein, dass Sie jede Sekunde hier sind. Es kann sein, Sie wählen und sind da. Wenn Sie mir dann die Städte nicht sagen können, dann kann ich an Sie kein Geld ausspielen. Was wir gesagt haben ist, es wird nur einmal klingeln. Es wird in dieser Runde hier nur einmal klingeln. Also wenn es jetzt jemand zu mir schafft und kann nicht lösen, ist das Spiel auch vorbei. Das nächste, was wir haben die Automarken nochmal mit dabei, wir haben Tiere nochmal mit dabei im Gitter und wir haben die Gesichtersuchen für diese Sendung nochmal mitgebracht. Jetzt ist die große Frage, gibt es jemand, der alle 6 von uns gesuchten deutschen Städte hier drin findet? Die sind da, dafür garantiere ich. Aber es kann nicht sowas wie Hamm sein. Hamm ist so geschrieben, keine deutsche Stadt. Es gibt zwar die Stadt Hamm, die wird aber mit Doppel-M geschrieben. Und wenn jemand sagt Hamburg, fängt da auch mit H-A-M an. Das ist richtig, aber wir haben hier keine Abkürzungen drin. Hier sind nur ausgeschriebene, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, ausgeschriebene Städte drin, die wir suchen. Also wenn jemand eine abgekürzte Stadt findet, die suchen wir nicht. Findet jemand eine Stadt, die nicht in Deutschland liegt, die suchen wir nicht. Wir suchen ausschließlich nur deutsche Städte. So wie sie am Ortseingangsschild stehen,
Auch hier. Wer probiert's aus? Wer probiert das mal aus? Ich garantiere ja, dass sie da drin sind. Man muss aber alle sechs finden. Das Schwierige ist hier das Finden. Ich sage immer, wer die Gesuchten erstmal hat, wer die sechs Städte erstmal hat, die wir suchen, der muss die hier doch wirklich nur noch ablesen. Man muss sie doch wirklich nur noch ablesen können. Für 35.000. Wir wissen, was heute gegen uns läuft. Ich weiß auch, dass nicht viele hier zuschauen. Passen Sie auf, ich gebe jetzt eine Chance. Die haben wir nur ganz selten in der Art und Weise. Ich mache es übers Geld. Ich lege jetzt nicht 500, nicht 1.000, ich lege 2.000 drauf. Wir gehen auf 37.000. 37.000 an den Ersten, der mir das jetzt löst. Ich garantiere, dass diese Summe heute und hier ausgespielt wird. Das ist von mir jetzt und hier eine Garantie. Ich garantiere, dass dieser Betrag jetzt und hier an den Ersten oder die Erste ausgespielt wird, die mir das lösen kann. 37.000. Ich starte in 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Und das ist der Wahnsinn. Spielen wir jetzt wirklich an den Ersten aus, der mir das lösen kann. 37.000 spielen wir jetzt und hier an den Ersten aus, der mir das lösen kann. 37.000 Euro. 01379 010203. Aus Deutschland. 0901 050 355. Wenn mir das jemand lösen kann. Aber ich muss jemanden haben, der mir auch wirklich alle sechs nennt. Es muss jemand sein, der wirklich alle sechs nennen kann. Wir suchen sechs deutsche Städte, die muss ich hören. Wenn es jemand lösen kann. 37.000. Es muss doch jemand geben, der das sieht. Das gibt's doch gar nicht. Wir sagen immer wieder, das ist kein einfaches Spiel. Wir sagen auch immer wieder, dass man hier sich gut auskennen muss, aber dass das niemand lösen kann, das gibt es ja nicht. Das gibt's ja nicht, dass das niemand lösen kann. Das kann ja nicht sein. Gehen raus, sofort, wenn mir jetzt jemand hier alle sechs nennt. Die stehen ja drin. Die stehen ja sichtbar da, die sind ja sichtbar im Spiel. Hier im Umschlag sind alle sechs, hier drin sind alle sechs. Wer mir die nennt, der nimmt jetzt hier das Geld mit. Wir spielen diese Gewinnsumme jetzt wirklich live aus. Und glauben Sie mir, ich weiß, was heute gegen uns läuft. Ich weiß, dass alle diejenigen, die sich für Fußball interessieren, jetzt nicht hier mit dabei sind. Das heißt, die wenigen, die jetzt hier zuschauen, ich weiß ja nicht, wer es ist. Es kann auch sein, sind viele. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Diejenigen, die jetzt hier zuschauen, die haben die Möglichkeit, hier mitzumachen heute. Ob das viele sind, ob es wenige sind, völlig egal. Hat mit dem Spiel auch nichts zu tun. Wer hier mitspielen möchte, kann das jederzeit tun. Und ich garantiere Ihnen, dass wir die Auswahl treffen. Das machen wir ja immer. Aber in dieser Spielrunde wird die Auswahl nur einmal getroffen. Es wird nur einmal klingeln. Das heißt, wenn einer von Ihnen hier bei mir landet, ob der dann lösen kann oder nicht, gehen wir sofort in die nächste Spielrunde. Und wir haben für die Sendung einige Spiele mitgebracht. Das ist das Erste. Da haben wir gesagt, wir probieren gleich das als Erstes aus mit einer Wahnsinnsgewinnsumme. Wir spielen heute und hier an den Ersten, der mir das jetzt löst, 37.000 Euro aus. Aber man muss die Städte dafür finden. In diesem Spiel geht es nicht darum, dass sie mir nur eine nennen, zwei, es müssen sechs Stück sein. Die Lösung hier im Umschlag besteht aus sechs deutschen Städten und die muss ich hören. Das heißt, wer hier landet, sie müssen mir alle sechs nennen, damit ich das Geld an sie ausspielen kann. Was ich aber garantiere ist, dass die sechs, die wir suchen, die stehen im Spiel drin. Von oben nach unten, von links nach rechts. Und wer es schafft, mir alle sechs zu nennen,
gewinnt heute live in dieser Sendung, die jetzt hier läuft, 37.000 Euro. Wir wären eigentlich schon viel länger da gewesen, sind aber hier in eine schon verkürzte Sendung gegangen, haben also nicht unendlich viel Zeit, aber wir haben jetzt die... Was? Sascha Linz. Was Linz? Linz ist doch keine deutsche Stadt, sag mal. Ja, aber das sollte doch jeder wissen, oder? Es gibt einen Linz am Rhein, aber das hat ja mit Linz, aber Linz nichts am zu tun. Rhein, Linz am Rhein steht ja nicht. Linz am Rhein suchen wir auch nicht. Da steht Linz und Linz suchen wir auch nicht. Linz ist doch keine deutsche Stadt. Also Linz ist eine Stadt in Österreich. So, was ist denn jetzt los? Ja, aber kann doch nicht Bestandteil der Lösung sein, oder? Ja, natürlich kann es nicht Bestandteil der Lösung sein. Vor allen Dingen, du sagst es immer wieder, es steht doch unten drin, wir suchen deutsche Städte. Ja, was denn noch? Ja, eben, deswegen sage ich es doch aber was immer. Was wollen wir denn jetzt noch machen? Das ist ein Knaller, ganz ehrlich. Das ist dann wirklich ein Knaller. Ja, aber Linz kann es doch gar nicht sein. Ich meine, natürlich, nochmal, die 37.000 Euro, das kann ich garantieren, das Geld geht heute natürlich definitiv raus. Aber natürlich doch nur für die richtige Antwort. Und das ist nicht Hamm und auch nicht Linz, weil Linz eben nicht in Deutschland liegt. Und es gibt irgendwie eine ganz kleine Stadt, Linz am Rhein oder was. Aber die suchen wir nicht, weil das steht ja auch nicht drin. Also Linz ist definitiv eine falsche Antwort. Und die will ich hier definitiv auch nicht hören. Dafür kann ich kein Geld ausspielen. Also das muss klar sein. 37.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Und wer sich da nicht sicher ist, der macht bitte nicht mit. Also das ist schon, ich meine, weißt du, wir sagen die ganze Zeit, ja hier, wir machen Gewinner, wir spielen Kohle raus. Ja, Kacke ist, weil jetzt Sam und Linz hier dran steht. Das ist ein Knaller. Ja, das machen wir da. Verstehe ich dann aber auch nicht. Ja, was machen wir denn da jetzt? Abbrechen können wir es nicht. Ja, abbrechen werden wir definitiv nicht. Ich habe gesagt, die Kohle geht raus, und dann geht die auch raus. Allerdings halt brauchen wir jemanden, der uns die richtige Antwort nennt. Die richtige Antwort, der Erste, der hier ist und der hat sofort die Kohle. Also ganz ehrlich, dann können wir hier das Spiel abbrechen, dann können die Leute umschauen, können sie irgendwie umschalten, können irgendwie DFB-Pokal schauen oder was. So macht das hier keinen Sinn für mich. Also dann lass es uns so machen, wie ich dir vorhin schon mal gesagt habe, dann lass uns einen runtergehen, dass wir nur fünf machen. Wir gehen jetzt nicht mit den, also Sascha, wir gehen jetzt nicht bei 37.000 Euro, nur weil da Hamm und Linz jetzt an der Flipchart steht, mit den Städten runter. Also das machen wir definitiv nicht. Das geht nicht. Nee, das wäre auch unfair all jenen gegenüber, die da jetzt kurz davor stehen, vielleicht sechs zu finden. Und dann sagst du, ja, jetzt können auch alle mitspielen, die fünf haben. Also das finde ich nicht gut. Nee, also das machen wir nicht. Also... Was ich mir vorstelle, Sascha, dass wir es dann wirklich sagen, okay, wir machen was über das Geld. Ich meine, klar, wir wissen nicht, wie viele Zuschauer heute hier sind, nur das Gute ist ja, uns reicht wirklich ein einziger Zuschauer. Das ist ja wirklich das Gute. Also ein einziger Zuschauer, der jetzt sagt, er kommt hier ein bisschen an den Fernseher ran, ihr sucht hier mal, ein bisschen Zeit investieren, klar, das ist nötig. Nur dafür 37.000 Euro, das ist natürlich schon Wahnsinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zerfließen lassen. Vor allen Dingen, dass wir das heute wirklich so jetzt auch zur Verfügung gestellt bekommen haben von Sport1 zum Ausspielen. Das ist natürlich grandios. Klar, das gibt's jetzt nur in der ersten Runde. Heißt also auch, nur der Erste, der jetzt hier bei uns ist und uns die richtige Antwort nennt, der hat dann die Kohle. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja Geld, was man definitiv gewinnen kann. Deswegen, dann machen wir es jetzt so, dann machen wir wirklich übers Geld. Dann sagen wir, okay, wir gehen jetzt auf 40.000 Euro, ja, 40.000 Euro sicher und dann startest du jetzt die Runde und dann spielen wir das Geld auch aus. Also nur weil da jetzt Hamm und Linz stehen, lasse ich mich hier nicht entmutigen. Klar, das sind Tipps, die sind gut für die Zuschauer, aber wir müssen jetzt natürlich auch irgendwie hier dieses Geld ausspielen. Wir können nicht nur sagen, ja hier, gewinne und dann passiert nichts. Also es wird definitiv was passieren, das definitiv auch hier in der Show. Das Geld wird also auch hier in der ersten Runde rausgehen jetzt. Ja, also das war's von meiner Seite. Dann würde ich dich jetzt bitten, dass wir jetzt hier wieder starten und dann auch die Kohle rausspielen. Ja, was mit einer Suchzeit? Mit was? Einer Suchzeit. Du meinst jetzt nochmal Bedenkzeit? Ja. Nee. Machen wir also, wir machen jetzt keine Suchzeit mehr und auch keine Bedenkzeit hier, weil dafür haben wir jetzt sowieso keine Zeit. Ganz ehrlich, ich möchte jetzt eigentlich nur noch, dass wir die Runde freigeben. Und eine Suchzeit bringt meiner Meinung nach hier relativ wenig. Weil entweder man hat jetzt diese sechs Städte, die wir suchen, oder man hat sie nicht. Und dann lässt man bitte die Hände weg vom Telefon, wenn man jetzt sowas noch hat wie Hamm und Linz. Also es bringt nichts, wenn man jetzt fünf Städte gefunden hat, dass man dann sagt, okay, ja, dann hier, ich habe doch irgendwie so eine andere Stadt. Nein, das dürfen keine Fantasiestädte und auch keine ausländischen Städte sein. Es müssen deutsche Städte sein. Das haben wir ja gesagt.
Deswegen würde ich vorschlagen, du gibst die Runde jetzt sofort wieder frei und ich werde dann auch natürlich die Auswahl treffen. Das haben wir gesagt, das wird passieren hier in der Sendung. Nur die kann ich natürlich auch erst treffen, wenn du die Runde freigegeben hast und gestartet hast. Deswegen jetzt 40.000 Euro finde ich eine Wahnsinnssumme. Nochmal vielen Dank auch an Sport 1. Aber das Geld spielen wir natürlich jetzt auch aus. Und das verspreche ich. Der Erste, der jetzt hier bei uns ist, also wirklich der Erste, der jetzt hier live in der Sendung ist, der uns die richtige Antwort nennt, der hat die ganze Kohle. Und das finde ich eine super schöne Sache und da freue ich mich auch wirklich drüber. 40.000. 40.000. Ich kann dich erinnern, das letzte Mal wurde bei mir eine Summe von 36.000 Euro bei so einem Spiel gewonnen. Das ist natürlich auch eine Wahnsinnssumme. Ja? Also das wurde das letzte Mal, wo dieses Spiel gelöst wurde, eben bei mir 36.000 Euro wurden gewonnen. Nur das war jetzt nicht hier auf dem Sender. Klar, aber jetzt machen wir es mal hier, hoffe ich. Also 40.000 Euro ist die Summe, die höchste Summe, die jemals aus so einem Spiel rausgegangen ist. Na gut, heute ist ein besonderer Tag, gar keine Frage. Aber die Kohle hauen wir jetzt auch raus, bitte. Gut, also man kann es ja nur probieren, ne? Ja, aber bitte nur mitmachen, wenn man hier wirklich 6 Städte gefunden hat. Ansonsten Hände weg vom Telefon, dann kann man ja gerne in 1-2 Minuten wieder reinschauen, ist ja gar kein Problem. Nur ich will jetzt hier jemand haben, der diese 6 Städte dann auch wirklich hier in der Show nennen kann. Also wir probieren es. 40.000, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, aber das ist gerechtfertigt. 40.000 Euro finde ich jetzt gerechtfertigt für die Zeit, die man hier investiert, Sascha, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Suchzeit, wir geben es einfach frei. Genauso ist es. Genauso ist es. Wir werden jetzt hier diese Runde nochmal freigeben. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Es wird jetzt um 40.000 gehen. Und zwar der Erste, der lösen kann. 18 Jahre alt sein, gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent, der Anruf aus Deutschland, 50 Österreich. Handytarife sind deutlich teurer. Läuft alles unter, nochmal durch. Teletext 353 im Internet, sport1.de. Wir können natürlich nicht garantieren, dass Sie mit einem Anruf bei uns landen. Garantieren aber, dass eine Spielrunde maximal bis zum Sendungsende gespielt wird. 40.000 gibt es, das ist jetzt unsere Garantie. Und zwar an den Ersten, der bei mir landet. Und das ist Wahnsinn. Ich sag's jetzt nochmal dazu. Das, was hier heute passiert, ist der absolute Wahnsinn. Das ist unglaublich. Wenn jemand lösen kann, geht das Geld jetzt hier raus. Wenn jemand lösen kann, spielen wir 40.000 an den Ersten jetzt aus. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht sowas wie Hamm oder Linz nennen. Hamm ist nicht mal eine deutsche Stadt und Linz liegt nicht in Deutschland, jedenfalls nicht so. Gibt irgendwie einen Linz am Rhein oder was, aber das suchen wir auch nicht. Wir suchen nicht Linz. Wir suchen 6 deutsche Städte, die da drin stehen und die müssen genannt werden. 6 deutsche Städte suchen wir und die müssen genannt werden. Das gibt's doch gar nicht. Wer kann hier lösen? Wer kann hier lösen? Ich sage immer wieder, es kann ja nur einer sein. Ich sage ja immer wieder, das kann ja nur einer sein. Aber dass das niemand sieht, das gibt es doch gar nicht. Das sind 40.000 Euro, die wir hier ausspielen, wenn das jemand lösen kann. 40.000. Klingeln kann es jederzeit. Das ist die Garantie von mir an Sie. Klingeln kann es hier jederzeit. Aber Sie müssen der Erste sein oder die Erste. Live hier im Studio mit allen 6 deutschen Städten, die wir suchen. Wer probiert das aus? Wer probiert das aus? Sie müssen der Erste sein. Sie müssen der Erste sein, der es lösen kann. Das gibt's doch gar nicht. Nehmen Sie 40.000 Euro mit. Einer reicht. Klingeln kann es jederzeit. Es ist wirklich so, dass Sie, wenn Sie die 6 haben, mit Ihrem Anruf hier bei mir sein können. Das ist die Chance, die wir haben. Aber diese Chance, die hat eben nur ein einziger Kandidat. Denn wenn es hier klingelt, ist die Spielrunde vorbei. Ob man dann lösen kann oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir haben gesagt, es wird einmal die Chance geben. Wenn die genutzt wird,
Geht das Geld raus? Wird die nicht genutzt? Bleibt es hier? Was das betrifft, eine ganz, ganz klare Entscheidung in diesem Spiel. Eine ganz klare Entscheidung. Und immer noch die Frage, wer kann hier lösen? Immer noch die Frage, wer kann hier lösen? Wer kann hier lösen? Unten läuft alles Wichtige durch. Und die Frage, wer lösen kann? Wer? Probiert das aus! Für sechs deutsche Städte. Sechs deutsche Städte. Wenn jemand lösen kann. Sie müssen nur am Ball bleiben. Sie müssen hier nur am Ball bleiben, buchstäblich. Ich sag's immer wieder, nutzen Sie die Chance, dass Sie heute dieses Spiel sehen. Nutzen Sie diese Chance. Es kann ja nur einer sein. Es kann ja wirklich nur einer sein, der das Ganze lösen kann. Jetzt ist die Frage, wer? Wer kann das Ganze lösen? ₹40.000 gehen garantiert raus. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich lege noch mal ganz schnell Geld drauf. Ich packe noch mal 1.000 drauf. Wir machen 41. Wenn mir das jemand löst, Ihre Chance jetzt. Das ist jetzt Ihre Chance. Nochmal 1.000 drauf, 42.000. Es kann nur einer sein. Es kann nur einer der Erste sein, der ihn lösen kann. Wenn jetzt jemand bei mir landet, das ist ein unfassbarer Gewinn. Sechs deutsche Städte. Ich lege nochmal 1.000 drauf, 43.000. Ja, ganz ehrlich, bringt meiner Meinung nach jetzt relativ wenig hier wild in der Gegend rum. Ja, aber es muss jemand haben, Mensch, ja, du weißt natürlich, doch, nur, du weißt doch, was gegen was uns läuft. Ist, dann lass es uns lieber so machen. Ich meine, ich habe ja gesagt, wir sind hier definitiv vor 10:30 weg. Also dann machen wir es jetzt so, dann machen wir jetzt die allerletzte Bedenkzeit, wirklich die allerletzte Bedenkzeit der Sendung. Wie die letzte? Und dann... Wie die letzte? Ja, es ist gleich halb. Ja, blend mal die Zeit. Und vor 10:30 sind wir definitiv hier raus. Ja, also, blend. Muss ich... Blend doch mal die Zeit ein. Wie spät haben wir es denn? Wie spät ist denn das? Ich blende sie mal ein. Ja, blend mal ein. Ja, weil wir... Das musst du mir doch sagen. Wir haben es doch gleich halb. Ja. Wie willst denn du da jetzt noch eine Suchzeit machen? Dann, okay. Gut, dann entfällt die Suchzeit jetzt hier. Dann machen wir es nicht. Jetzt nur noch meine Frage. Sollen wir jetzt hier in der Runde, also jetzt hier wirklich noch vor... 9:30, sollen wir da noch ein iPhone 5S mit drauflegen? Das haben wir nämlich noch, oder sollen wir es nicht machen? Sollen wir es irgendwie für die nächsten Tage aufheben? Ja, aber dann leg das doch schnell drauf. Ich bin in den nächsten Tagen eh nicht da. Okay, dann machen wir es wirklich so. Machen wir jetzt 43.000 Euro plus das iPhone 5S. Aber dann habe ich habe es ja gesagt, also das Geld und auch das iPhone dann jetzt allerhöchstens noch bis um 9:30 garantiert. Das muss natürlich auch klar sein. Dann haben wir das jetzt noch gemacht, hier vor 9:30 in dieser Runde jetzt noch das draufgelegt, aber das allerhöchstens bis 9:30 auch in der Höhe garantiert, ja? Dann machen wir das so. Dann, gut, dann gib du jetzt noch mal ganz schnell diese Runde bitte frei. 43.000 iPhone 5S, das Ganze aber wirklich nur noch bis 21:30, richtig? Genau so ist es, jawohl.
Und ganz wichtig, sagen Sie nicht Hamm oder Linz. Ich sage es immer wieder dazu, Hamm ist nicht mal eine Stadt, Linz liegt nicht in Deutschland. Und wir sagen das von Anfang an, da sind natürlich wie immer mehrere Städte drin. Wir suchen 6 daraus, die müssen genannt werden. Das müssen aber Deutsche sein und die müssen von oben nach unten. Ja, das war nur ganz kurz, wir haben es jetzt gleich halb, wie gesagt. Also wir sind heute pünktlich raus, mehr als das. Insofern jetzt bitte hier die Runde freigeben. Okay. 43.000, das Ganze garantiert und sicher, wenn mir das jemand lösen kann. 5! Aber wie gesagt, nur noch bis halb, das muss auch klar sein. Also die Gewinnsumme, wenn irgendjemand sagt, er hätte von nichts gewusst. Die Gewinnsumme dieser Höhe jetzt wirklich nur noch bis natürlich halb, ja? 5! Und jede, alle anderen, ja, können ja gerne um halb wieder reinschalten oder auch nicht, ist mir dann auch egal. 4, 3, 2, 1, jetzt! 18 Jahre alt sein, gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent Anrufer aus Deutschland, 50 Österreich, Handytarife sind deutlich teurer. 43.000 iPhone 5S, das Ganze jetzt maximal. Maximal nur noch bis 21.30 Uhr, das sind ganz genau 180 Sekunden, ab jetzt. Diese Gewinnsumme maximal jetzt wirklich nur noch bis halb. Maximal. Keine 120. Diese Gewinnsumme, die gibt es jetzt maximal. Maximal nur noch bis 21.30 Uhr. Maximal. Achtung, keine 90. Jetzt bin ich mal gespannt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keine 60 Sekunden mit dieser Gewinnsumme in dieser Höhe. Hallo? Wasser noch da, Geld noch da? Es muss definitiv noch klingeln. Achtung, diese Gewinnsumme gibt es maximal nur noch bis halb. Wer kann das lösen? Wer? Jetzt bin ich gespannt. Wer nimmt die Kohle hier mit?
Wer nimmt das Geld mit? Vierundvierzig. Und läuft alles Wichtige durch, Telefonnummer darüber. 44.000, aber nicht für Hamm und aber auch nicht für Linz. Und 40.000 spielen wir wirklich immer noch in dieser Sendung aus. Live an den Ersten oder die Erste, die das hier lösen kann. Live. Wenn jemand lösen kann. Plus iPhone 5S. Aber ich brauche jemanden, der mir die 6 deutsche Städte daraus nennt. Es kann jeder mitsuchen, jeder, der Lust hat. Aber bitte, wer hier mitsucht, es müssen 6 Stück sein, sonst kann das Geld nicht ausgespielt werden. Es müssen 6 Stück sein. 01379, 010203. Sie haben die Chance, jederzeit hier bei mir zu sein. Sascha? Ja? Ich glaube, wir sollten Folgendes machen. Und ja. Das meine ich wirklich so, weil wir da auch heute ein bisschen in der Bringschuld sind dem Zuschauer gegenüber. Ich würde ganz ehrlich das Spiel nochmal ganz kurz rausnehmen. Du erklärst bitte nochmal alles, was hier wichtig ist. Dafür nehmen wir das Spiel eben raus, damit man sich wirklich auch konzentrieren kann. Wir blenden das oben im Crawl ein. Ja? Also oben im Crawl wird das jetzt eingeblendet und du erklärst mal auch, wie das genau mit den Leitungen funktioniert, dass hier jeder Bescheid weiß. Und dann können wir gerne nochmal 1.000 Euro drauflegen und dann gerne auch dann hier wirklich dann den Gewinner live in der Sendung küren. Okay? Na los. Wir spielen den Leitungsbuzzer, das bedeutet, wenn der Leiter der Sendung den Buzzer auslöst, wird per Zufall ein Anrufer durch einen technischen Auswahlmechanismus ausgesucht, der eine der steht oben drin, eine der eingeblendeten virtuellen Leitungen erhält und live ins Studio weitergeleitet wird. Die Anzahl der virtuellen Leitungen hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. 18 Jahre alt sein, es gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent der Anrufer aus Deutschland, 50 Österreich. Handytarife sind deutlich teurer. Das Ganze läuft natürlich auch alles unter nochmal durch. Teletext 353 im Internet sport1.de. Wir können natürlich nicht garantieren, dass Sie mit einem Anruf bei uns landen, garantieren aber, dass eine Spielrunde maximal bis zum Sendungsende gespielt wird. Ja, vielen Dank dafür. Also wie gesagt, das steht auch alles oben nochmal drin. Wir können es leider nicht als Vollbild heute einblenden, es ist ein technisches Problem. Aber ich denke, jeder weiß, worum es geht. Also die Leitungen stehen ja unten drin und ja, die können auf jeden Fall auch getroffen werden, das ist ja auch klar. Also jeder Zuschauer erhält eine Leitung und auch die Leitungen, die unten eingeblendet werden, werden eben getroffen. Aber die Anzahl hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Sascha. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde vorschlagen, da wir jetzt eh auch schon in der finalen Stunde hier sind, dass wir sagen, wir machen jetzt noch einmal eine Bedenkzeit. Ja, ja. Wirklich 30 Sekunden nochmal. Gehen auf 45.000 Euro. Würden dann hier wirklich die Runde starten und dann dieses Geld dann natürlich auch im Laufe der Sendung hier rausspielen. Das ist natürlich auch ganz klar. Also das Geld geht garantiert heute noch raus für die richtige Antwort.
Dann starten wir jetzt mal die 30 Sekunden. Wie gesagt, alle Städte nur von oben und nach unten und von links nach rechts. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Es geht nichts um die Ecke, es geht auch nichts irgendwie schräg, sondern alles nur von oben nach unten und von links nach rechts. Und Hamm und Linz, das muss klar sein, die Geht kann ja ich nicht nicht. richtig geben, Geht weil nicht. Linz auch keine deutsche Stadt ist und wir suchen deutsche Städte. Also Ja. das muss nochmal klar sein. Und dann, was spielen wir dann um 45 oder was? Genau, wir gehen jetzt auf 45.000 Euro und die spielen wir dann auch garantiert hier für die richtige Antwort raus. Allerdings jetzt nur natürlich, das muss klar sein, an den ersten Zuschauer, der jetzt hier bei uns landet, im Studio und der uns da dann wirklich die Lösung auch nennt. Okay. Was hast du noch vorbereitet? Ich habe noch einige Gitterrätsel mit, ich habe auch noch Find Michs mit. Ja. Die werden wir natürlich auch spielen, wenn wir da noch Zeit haben, das ist natürlich auch klar. Aber jetzt müssen wir hier erstmal einen Gewinner für dieses Geld hier küren. Heißt also, jedem, dem es so schwer ist, der darf gerne in ein, zwei Minuten auch wieder hier reinschalten und dann gerne auch wieder mitmachen, wenn wir dann schon in der nächsten Runde sein sollten. Aber Okay. jetzt hier, wie gesagt, an unseren ersten Zuschauer, den wir jetzt bei uns begrüßen, hier diese 45.000 Euro sicher und das iPhone auch noch für die Antwort. Okay, das ist ein Deal, oder? 45.000 iPhone 5S. Ich starte jetzt nochmals diese Runde. Wir sind nicht mehr unglaublich lang da. Zum letzten Mal die Mitmachregeln im vollen Umfang erklärt. Es wird dann irgendwann auch mal in die finale Phase gehen. Noch haben wir da ein bisschen Zeit. Immer noch 6 deutsche Städte gesucht. Immer noch alle da drin. Und wer Lust hat mitzumachen. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Von jetzt an unglaubliche 45.000, wenn uns das jemand lösen kann. Für alle 6 gesuchten deutschen Städte. Alle 6 gesuchten deutschen Städte in diesem Gitter, die wir heute von Ihnen wissen müssen. Die sind sichtbar drin, die stehen am Stück drin, von oben nach unten, von links nach rechts und nur. Und wirklich nur derjenige, der mir alle 6 nennen kann, nimmt das Geld hier mit. 4 sind zu wenige, selbst 5 sind zu wenig. Es müssen alle 6 gesuchten deutschen Städte hier aus diesem Umschlag sein. Und die stehen ja alle da drin. Also es muss doch jemanden geben, der die sieht. Es muss doch jemanden geben, der die sieht. Wer kann mir alle 6 nennen? Wer nennt mir alle 6 gesuchten deutschen Städte aus dem Gitter? Wer nennt mir alle 6 gesuchten deutschen aus diesem Gitter? Klingeln kann es hier jederzeit. Es kann hier jederzeit klingeln. Ich brauche aber jemanden, der mir das löst. Ich muss aber jemanden haben, der mir das Ganze auch wirklich lösen kann. Das gibt's doch gar nicht. 45.000 sofort gewinnen. Wir spielen diesen Betrag wirklich heute aus. Heute! Wir spielen diesen Betrag wirklich heute aus an den Ersten, der uns das heute hier löst. Der Erste, der uns das löst, nimmt das Geld mit. Aber es muss jemand lösen können. Es muss jemand lösen können. Sonst bleibt das Ganze da. 45.000 sicher plus iPhone 5S. 45.000. Es klingelt jederzeit, jederzeit. Wer probiert's aus? Wer probiert's aus?
Wer ist der Erste oder die Erste live hier bei uns im Studio? Wer schafft es und nennt alle sechs? Ich sag's immer wieder, dass das niemand hinbekommt. Das kann nicht sein. Warum? Weil die ja sichtbar da drin stehen. Dass das also niemand hinbekommt, kann nicht sein. Fünfundvierzigtausend. Wenn mir das jemand löst. Fünfundvierzigtausend. Und läuft alles noch mal durch, Telefonnummer darüber. Wer landet hier bei mir? Es geht wirklich darum, dass man die sechs deutschen Städte findet. Das Wichtige ist, dass man die sechs deutschen Städte tatsächlich findet, die wir hier heute suchen. Und die Garantie ist ja von uns, dass sie wirklich sichtbar da drin stehen. Sie stehen ja wirklich sichtbar da drin. Das ist Ihre Chance, jederzeit hier bei uns zu sein. Ihre Chance, jederzeit hier bei uns zu sein. Aber eben nur, wenn mir jemand die sechs deutschen Städte auch nennen kann. Das gibt's doch nicht. Die stehen sichtbar drin. Das Schwierige bei diesem Spiel ist wirklich nur das Ablesen. Das Schwierige ist das Finden, meine ich. Wer es erstmal hat, muss es ja nur noch ablesen. So rum. Wenn das heute wieder keiner hinbekommt, das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Wir suchen sechs deutsche Städte. Sechs. Als was? Vier sind zu wenig. Es müssten die sechs sein. Wer holt sich hier 45.000? Wer holt sich hier 45.000 ab? Wer holt sich heute bei uns in dieser Sendung 45.000 Euro ab? Wer? Die Chance ist immer noch da. Es kann aber nicht sowas wie Hamm oder Linz sein. Das kann nicht sein.
Hamm ist so geschrieben, nicht mal eine Stadt. Und Linz liegt in Österreich. Wir suchen doch aber nur deutsche Wir suchen doch nur deutsche Städte. Und die stehen da drin. Die muss man ablesen. Wer die Gesuchten findet und abliest, live hier im Studio, nimmt in dieser Sendung 45.000 Euro plus eben das iPhone 5S mit. Das gibt's doch nicht. Klingeln kannst du einmal. Klingeln kann es in dieser Runde nur einmal. Es wird nur einmal klingeln, das haben wir entschieden. Es wird in dieser Runde hier nur einmal klingeln. Wenn es jetzt jemand hier zu uns schafft. Klingeln kann es im Übrigen jederzeit. Es kann jetzt jede Sekunde so jemand hier sein. Wir sagen aber, es wird in jeder Runde immer nur ein Zuschauer da sein. Danach geht es sofort in die nächste. Dieses Spiel stellen wir nur einmal zur Verfügung. Wenn es jetzt hier klingelt und es werden nicht die sechs Gesuchten genannt, beenden wir diese Spielrunde, gehen sofort in die nächste. Wenn jemand lösen kann, ist das Spiel so oder so vorbei. Aber es muss erst mal jemand lösen können. Hamm und Linz sind falsch. Wer nennt uns die sechs gesuchten deutschen Städte da drin? Die sechs gesuchten deutschen Städte. Einer reicht. Einer. Einer reicht, der lösen kann. Einer. Einer reicht, der lösen kann. Mir reicht wirklich einer aus, der das lösen kann. 18 Jahre alt sein, es gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent Ernährung aus Deutschland, 50 Österreich, die Tarife deutlich teurer. Und 40.000, wenn jemand lösen kann. Es müssen nur die sechs gesuchten deutschen Städte sein. Was heißt nur? Das muss man erst mal hinbekommen. Die sind sichtbar drin. Jetzt ist die Frage, wer es lösen kann. Jetzt ist die ganz große Frage, wer mir das lösen kann. Jetzt ist die ganz, ganz große Frage, wer uns das hier lösen kann. 45.000 für die richtige Lösung. Die sechs Stück stehen da drin, von oben nach unten, von links nach rechts. Von oben nach unten, von links nach rechts. Wer findet alle sechs? Wer findet alle sechs? Die stehen da drin, sichtbar, am Stück. Wer findet die? In jedem Moment.
Moment kann es soweit sein, dass hier Schluss ist. Jede Sekunde. Ich sag's aber auch gleich dazu. Wir sind mal, jetzt schon im Einstellen. Was? Rom ist doch keine deutsche Stadt. Ja, natürlich nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Wie Rom? Rom ist doch keine deutsche Stadt. Nein, wir suchen deutsche Städte. Du sagst es auch immer wieder und das steht auch unten drin. Deutsche Städte, 6 Stück. Aber Rom ist keine deutsche Stadt. Da kann ich doch kein Geld für auszahlen. Ja, Rom kann es doch nicht sein. Aber das ist dann echt ein Knaller, oder? Also das muss doch jedem klar sein, dass Rom keine deutsche Stadt ist. Oder wenn es einem, also da ruft man doch nicht an. Es ist doch nicht so, dass man irgendwie jetzt, wenn man 5 Städte hat, dann sagt, okay, ja, dann suche ich mir jetzt hier noch eine 6. Stadt raus. Ja, was nehme ich denn? Ja, da? warte, Rom, meinst du? Also so geht's nicht. Meinst du mit Rom? Hier Rom, so. Ja, die italienische Hauptstadt Rom. Das ist doch keine Stadt. Also ist eine Stadt, aber keine deutsche. Und nochmal, dafür kann ich auch kein Geld ausspielen. Und wenn ich sage, dass heute garantiert 45.000 Euro rausgehen und das iPhone 5S, ja, dann ist das schon richtig. Das geht heute auch raus. Aber da muss ich die richtige Antwort hören. Und nicht irgendwas wie Hamm, Linz oder Rom. Das ist ein Knaller, ganz ehrlich. Gut, dann komm. Also jetzt reicht's, dann kacken wir hier gar nicht groß rum. Tut mir leid, so nicht. Wir machen 50.000 Euro. Ist mir jetzt völlig egal. Was? 50.000 Euro machen wir jetzt. Es reicht. Hey, jetzt stopp, kann warte mal. Sagen, Geld geht nee, auf, nee, Geld nee, geht nee, auf, nee, 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 nee. Gewinner und jetzt geht nee. Hamm, Linz und Rom nee. An der Flipchart. Nein, du legst jetzt einen Jackpot drauf. Nein, ich lege jetzt keinen Jackpot mehr drauf, sondern wir machen 50.000 Euro sicher und du startest jetzt bitte diese Runde jetzt und dann spielen wir hier die Kohle raus. Also das ist ja unglaublich, sag mal. Ja, warte mal ganz kurz. Es ist kein Jackpot oder was? Es ist kein Jackpot, das ist sicher. Sicheres Geld, das spielen wir jetzt raus. Bitte starte jetzt die Runde. Und läuft alles Wichtige durch? Was mit einer Suchzeit? Wir machen jetzt auch keine Suchzeit mehr und nichts, weil entweder man hat es jetzt, dann gewinnt man hier das Geld oder man hat es nicht. Dann lässt man die Hände mal bitte 1-2 Minuten weg vom Telefon. Das ist ja unglaublich. Was sollen wir denn noch machen? Hier Kohle drauf, iPhone drauf, wir geben Tipps, also steht alles drin. Ja, was denn noch? Also, nee, dann machen wir es jetzt übers Geld. Bitte jetzt starten, weil ich kann auch erst hier eine Auswahl treffen, wenn du die Runde freigegeben hast. Das ist natürlich auch klar. Und nochmal, das Geld geht heute garantiert raus. Das heißt, der Erste, der jetzt hier bei uns ist und uns die richtige Antwort nennt, der hat diese komplette Kohle. Aber dann mach's jetzt bitte auch. Wir starten jetzt und spielen jetzt die Kohle live in der Sendung raus. Was soll denn das? Wir kriegen unfassbare Kohle von Sport 1 zur Verfügung gestellt, die wir rausspielen dürfen. Ja, was ist? Jetzt steht hier Hamm, Linz und Rom an der Flipchart. Ja, aber ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich werde bekloppt oder was? Fünf. Ist das doch nicht dein Ernst, dass wir hier live in der Sendung sind und dann so ein Schwachsinn hier produziert wird? Sascha, komm. Tut mir leid. Also, nochmal, das Geld geht jetzt garantiert raus, aber bitte nicht Hamm, Linz oder Rom nennen, weil dafür kann ich kein Geld ausspielen. So, ein Zuschauer reicht uns, der jetzt hier ist. Es tut mir leid für alle anderen. Jetzt bitte hier mal nicht mitmachen. Man kann gerne in 1-2 Minuten wieder dabei sein, wenn man möchte. Aber jetzt möchte ich, dass hier live in der Sendung jetzt auch das Geld rausgespielt wird. Und das wird auch so passieren. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! So, jetzt bin ich gespannt. Einmaliges Ding jetzt. Wirklich nur einmal absolute Ausnahmesituation. 50.000. Wir spielen jetzt, und das meine ich ernst, wirklich, wenn jemand lösen kann, 50.000 Euro aus. Sicher, kein Jackpot, netto, steuerfrei. Das Geld geht jetzt nur an den Ersten. Der lösen kann. Jetzt bin ich mal gespannt. 50.000, absolute Ausnahmesituation. Sowas hat es hier in dieser Form bislang nur ganz selten gegeben. Jetzt gibt es die Chance auf 50.000. Das heißt, wer uns heute und hier alle 6 gesuchten deutschen Städte nennt, nimmt tatsächlich jetzt 50.000 Euro mit. Das ist eine Garantie. Und das ist natürlich ein Wahnsinn auch. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn, das darf man nicht außer Acht lassen. Wir spielen jetzt hier um 50.000. Das Ganze natürlich nur einmal in dieser Art und Weise. Wer kann also lösen? Wer? Einstelliger Minutenbereich, finale Phase der Sendung ruft.
Ich bin gespannt, wer uns heute dieses Geld endlich mal abnimmt. Wer es uns endlich einmal abnimmt. Wer nimmt uns endlich einmal dieses Geld ab? Es sind 50.000, die wirklich rausgehen, wenn jemand lösen kann. 50.000, wenn uns das jetzt und hier jemand lösen kann, spielen wir das Geld aus und wir sind nicht mehr lange da. Das ist jetzt die Chance, wirklich hier nochmal mit dabei zu sein. Das ist die Chance, hier und heute nochmal da zu sein. Jetzt kriege ich gerade gesagt, ne, ist nicht euer Ernst, oder? Das müsst ihr mir doch sagen. Jetzt wird mir gerade gesagt, die Gewinnsumme dieser Höhe, die ist maximal so in der Höhe nur noch bis 22 Uhr da. Ist das so, ja? Also jetzt höre ich es gerade nochmal offiziell aus der Regie. Ich habe nämlich Ohrgeräusche. Diese 50.000 gibt es maximal jetzt nur noch bis 22 Uhr. Maximal. Maximal bis 22 Uhr gibt es jetzt nur noch diese Gewinnsumme dieser Höhe. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt ein Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Keine 120 Sekunden mehr mit dieser Gewinnsumme in dieser Höhe. Das ist natürlich jetzt gigantisch. Achtung! Geld ist da in der Höhe. 50.000, finale Phase der Sendung ruft, sind wir gleich in wenigen Augenblicken drin. Sind schon drin. Diese Gewinnsumme gibt es aber in dieser Höhe maximal jetzt nur noch bis 22 Uhr. Maximal. War eine schöne Sendung. Ich bedanke mich im Team. Achtung, keine 60 Sekunden. Oh oh. Achtung! Achtung! 52. Der erste, der jetzt hier landet. Der erste, der im Studio landet. Einmal. Die Chance gibt es nur einmal. Hamm, Linz, Rom sind falsch. Ich sag's immer wieder.
Das ist natürlich ein Städtegitter, da sind mehrere Städte drin. Wir suchen 6 Stück daraus. Das müssen deutsche Städte sein und die müssen von oben nach unten, von links nach rechts da drin stehen. Zweiundfünfzigtausend. Finale Phase dieser Sendung. Wir sind jetzt nicht mehr lange da. Finale Phase dieser Sendung. Finale Phase dieser Sendung. Ist mir egal, wir machen jetzt 53. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir jetzt egal. 53.000, das Ganze in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Klingeln muss es, klingeln wird es. Jetzt nimmt die Frage, wer und wann. 18 Jahre alt sein. Gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent, Anruf aus Deutschland, 50 Österreich. Handytarife sind deutlich teurer. Läuft alles unter, nochmal durch. Teletext 353 im Internet sport1.de. Können natürlich nicht garantieren, dass mit einem Anruf bei uns landet. Garantieren aber, dass eine Spielrunde maximal bis zum Sendungsende gespielt wird. Finale Phase dieser Sendung. Wir sind nicht mehr lange da. 53.000 garantierte Gewinnsumme für den Ersten oder die Erste, die ihr lösen kann. Dreiundfünfzigtausend für den Ersten oder die Erste, wenn es jemand schafft, mir heute die 6 gesuchten deutschen Städte zu nennen. Die 6 gesuchten deutschen Städte. Wer schafft es nochmal hier bei uns zu landen?
Wer ist in der Lage zu lösen? Es geht immer noch um 53.000 Euro. Und die Frage damit, wer ist der Erste oder die Erste, die ihr lösen können? 53.000, der garantierte Sofortgewinn, wenn uns das hier und heute jemand lösen kann. 53.000 Euro. Wer kann hier lösen? Wer kann hier lösen? Finale Phase der Sendung. Wer kann hier lösen? Wer kann hier lösen? Achtung! Was? Tobi, wir müssen hier noch irgendwas machen. Wir sind jetzt hier fast am Ende angelangt. Es hilft nichts. Ich selber, danke. Irgendwas. Entweder gehen wir jetzt runter oder du spielst noch einen Bonus aus. Nein, nein, nochmal. Bei 53.000 Euro, das ist eine unfassbare Gewinnsumme. Dafür werde ich jetzt bestimmt nicht hier mit den Städten runtergehen. Also das machen wir nicht. Das wäre auch ganz ehrlich unfair all jenen gegenüber, die jetzt hier suchen, die jetzt vielleicht kurz davor stehen, 6 Städte zu finden. Und dann sagst du, ja, also jetzt kann auch jeder mitspielen, der hier 5 hat. Nee, also das machen wir nicht. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber was ist, wenn die Leute die 6 nicht finden? Was machen wir denn dann? Ja, dann tut es mir leid, dann kann man hier jetzt gerade heute nicht mitspielen. Das ist jetzt so. Das tut mir leid, nur wir wissen, dass es knifflig ist, gar keine Frage. Das ist auch wirklich meine Meinung. Nur nochmal, ich werde hier nicht runtergehen. Und wer jetzt nur 5 hat, das tut mir sehr, sehr leid. Da entschuldige ich mich auch von Sport1-Seiten aus, aber da kann ich nichts machen. Aber wir müssen eher einen Gewinner machen. Wir haben ja gar keine Zeit mehr, oder? Weiß ich selber, danke. Ja. Nur nochmal, ich gehe hier nicht runter. Ja, da müssen wir einen Bonus machen. Weil wir wissen ja gar nicht, ob jemand die 6 hat. Das wissen ja, wir doch gar nicht. Das wissen wir definitiv nicht. Das ist schon klar, ja. Da müssen wir einen Bonus machen. Was heißt Bonus? Was jetzt? Die Definition oder was? Genau. Na, pass auf. Wenn eine Bank sich verspekuliert, Pleite macht, gibt's keinen Bonus. Aber wenn sie Gewinn macht, kriegt der den Gewinn verursacht hat, eine Extrazahlung anhand... Ja, das war falsch, weil auch wenn die Bank ganz viel Minus macht, kriegen trotzdem alle Angestellten Bonus. Stimmt. Das war jetzt falsch erklärt. Das gut, aber ich weiß, was du meinst. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Wir müssen irgendwas noch machen. Ja, definitiv. Also wir haben jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Wir sind hier schon lange in der finalen Phase der Sendung. Gut, was wir machen können, dass wir sagen, wir setzen einen Bonus. Wer also nur 5 deutsche Städte hat, der bekommt 1.000 Euro. Das können wir gerne machen. Finde ich eine schöne Geschichte, weil dann auch die Zuschauer, die nur 5 Städte haben, mitspielen können. Nur die Sache ist halt, wir brauchen definitiv einen Gewinner, weil das haben wir gesagt. Also es gehen jetzt heute definitiv entweder die 53.000 Euro für die 6 gesuchten Städte raus oder eben 1.000 Euro dann für 5. Nur das müssen wir dann jetzt relativ zügig machen. Dann blenden wir das jetzt ein und dann gibt die Runde wieder frei und dann werden wir hier einen Gewinner küren. So einfach machen wir das jetzt. Was nochmal jetzt? Bedenkzeit? Nee, Bedenkzeit machen wir nicht. Da haben wir jetzt ehrlich gesagt auch keine Zeit mehr für. Nee, es gibt jetzt den Bonus und dann startest du jetzt bitte ein allerletztes Mal hier diese Runde. Ja, also die gibst du ein allerletztes Mal jetzt frei und da werden wir auch definitiv einen Gewinner küren, weil, wie gesagt, lange jetzt schon eine finale Phase der Sendung jetzt hier. Euro für 5 Städte.
Genau so ist es. Wir machen es so, wer 5 Stück findet, bekommt 1000. Wer alle 6 gesuchten findet, 53.000 plus 1. Ja, Sascha, nur dann jetzt bitte relativ zügig die Runde hier freigeben, denn einen Gewinner brauchen wir noch definitiv. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. 1.000 Euro jetzt. Ein allerletztes Mal habe ich gestartet. 1.000 jetzt der Bonus, wenn Sie mir nur 5 Städte nennen. 5 deutsche Städte reichen jetzt und Sie kassieren trotzdem den Bonus in Höhe von 1.000. 5 deutsche Städte reichen jetzt aus. Wer jetzt gerade dazugekommen ist, Sie können jetzt hier mit dabei sein. 5 Stück reichen. Für den Bonus. Achtung. 5 Stück für den Bonus. 1.000 Euro Bonus, wenn Sie mir noch 5 Stück nennen. 5 Stück. 5 Stück und Sie kriegen trotzdem den Bonus. Das ist jetzt, wer gerade vielleicht erst dazugekommen ist, wer gerade eben eingeschaltet hat. Bleiben Sie jetzt am Ball. Bleiben Sie jetzt am Ball. Und laufende Mitmachregeln durch. Jetzt können Sie mit dabei sein. Jetzt ist die Chance. Finale Phase der Sendung. Gewinner gibt's auf jeden Fall noch, wenn hier eine richtige Lösung genannt wird. Wer jetzt hier ganz kurz reinzappt, wir machen es jetzt so. Ich gehe von 5 auf 4 beim Bonus runter. Finden Sie mir nur 4 deutsche Städte und Sie kriegen trotzdem die 1.000 Euro. Finden Sie nur 4 und Sie kriegen trotzdem die 1.000. Das machen wir jetzt für alle Sepper. Wir brauchen jetzt noch jemanden. Ich weiß auch gar nicht genau, wann wir heute raus müssen. Aber wir sind schon in der finalen Phase. Ich weiß gar nicht genau, wann wir raus müssen. Aber ich brauche noch jemanden hier. Wir sind schon in der finalen Phase. Lange kann es nicht mehr sein. Also, nennen Sie mir nur 4 deutsche Städte aus diesem Gitter. Kassieren Sie den Bonus. Nennen Sie mir nur 4 Stück und kassieren Sie trotzdem den Bonus. Achtung! Oder, natürlich die Chance immer noch da, wer mir alle 6 nennt, nimmt natürlich die 53.000 ja auch noch mit. Denken Sie aber daran, sowas wie Hamlins oder Rom kann es nicht sein. Ich sage auch, wir sind nicht mehr lange da. Wir sind jetzt wirklich nicht mehr lange da. Gehen in wenigen Augenblicken in den einstelligen Minutenbereich. Der Bonus ist noch da. Das Spiel ist noch da. Das machen wir jetzt für alle Zepper. Achtung! Klingeln kann es jederzeit. Klingeln kann es hier jederzeit, jeden Moment. Jetzt geht's um alles hier. Wer landet bei uns? Wer löst? Wer kann lösen? Wer findet mindestens 4 Städte? Denn dafür gibt's schon Geld. Aber es darf nicht sowas wie Hamm, Linz oder Rom sein. Das mache ich jetzt für alle diejenigen, die gerade hier durch die Gegend schalten und zufälligerweise bei mir landen. Finden Sie ganz schnell 4 deutsche Städte, dann können Sie jetzt mitmachen und sich den Bonus holen. Diese Spielrunde ist in der Sekunde beendet, wo es klingelt. Diese Spielrunde ist in der Sekunde beendet, wo es hier klingelt. Hallo? Nee, Wasser noch da, Geld noch da, es hat nicht geklingelt. 4 deutsche Städte, dafür gibt es jetzt den Bonus. 4 deutsche Städte. Achtung. 4 Stück reichen hier aus. Achtung! Klingeln kann es jede Sekunde.
klingeln kannst, jede Sekunde. Klingeln kannst, jede Sekunde. Jetzt am Ball bleiben. Jetzt hier mit dabei bleiben. Wenn es jetzt klingelt, geht Geld raus. Wenn es jetzt klingelt, geht Geld raus. Wenn es jetzt klingelt, geht Geld raus. Da bin ich sicher. Und? Wenn es jetzt klingelt, sag ich Ihnen, geht Geld raus. Bonus oder die volle Gewinnsumme. Wer landet jetzt hier bei mir? Wer landet jetzt hier bei mir und löst? Wir sind nicht mehr lange da. Wir gehen jetzt wirklich gleich in den einstelligen Minutenbereich. Wir gehen wirklich gleich in den einstelligen Minutenbereich. Achtung! Bonus noch da, volle Gewinnsumme noch da. Es muss jetzt innerhalb der nächsten Minute noch klingeln. Es muss innerhalb der nächsten Minute noch klingeln. Jahre alt sein, gibt keine Gewinnsummenausschüttung an Minderjährige. 50 Cent der Anrufer aus Deutschland, 50 Österreicher, die Tarife sind deutlich teurer. Hier ist der Bonus. 1000 Euro, wenn Sie mir nur 4 Stück daraus nennen können. Also Sie nennen bitte auch dann nur 4. Sie müssen sich entscheiden. Entweder Sie nennen die 4 oder Sie nennen die 6. Wer mehr als 4 nennt, muss die gesuchten 6 haben. Wer landet jetzt bei mir? Es geht jetzt in die letzten Augenblicke. Wir sind in wenigen Momenten, Minuten schon wieder fast raus. Wer landet jetzt hier bei mir? Wer holt sich jetzt nochmal den Bonus ab? Bonus oder die volle Summe? Hat jemand die gesuchten 6 oder sagt jemand, ich habe keine 6 oder bin ich sicher? Dann nehmen Sie wenigstens den Bonus mit. Achtung, klingeln muss es noch. Einstelliger Minutenbereich und dann sind wir weg hier. Einstelliger Minutenbereich noch. Jede Sekunde kann es jetzt soweit sein, dann ist Schluss. Jede Sekunde. Vier deutsche Städte, 1000. Die gesuchten 6. 53. Achtung. Einstelliger Minutenbereich. Wir sind jetzt wirklich nur noch wenige Augenblicke da. Klingeln kann es jetzt wirklich jede Sekunde klingeln, muss es auf jeden Fall noch. Wir sind im einstelligen Minutenbereich.
Wer schafft es nochmal zu mir? Jede Sekunde kann es jetzt soweit sein. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Jede Sekunde kann es jetzt hier vorbei sein. Ich sag's nochmal. Wer es jetzt zu mir schafft, kann sich aussuchen. Nennt er mir genau 4? Dafür gehen 1000 Euro sofort raus. Oder die gesuchten 6. Und ich sag's Ihnen wirklich, wir sind im einstelligen Minutenbereich. Wir sind definitiv vor 22:30 hier raus. Und ich sage es noch. Finaler, allerletzter Countdown. Gleichzeitig auch letzter Gewinnsummen-Countdown. Zum letzten Mal geht die Gewinnsumme nochmal hoch. Es ist der allerletzte Countdown. Es wird keinen weiteren mehr geben. Letzter Countdown dieser Sendung. Die Entscheidung von Ihnen, ob Sie mitspielen oder nicht, die muss jetzt und hier noch getroffen werden. Kein 120 und läuft alles durch. Wie geht's bei uns weiter, damit wir auch die Ankündigung direkt machen können? Tobi? Ja, mach mal. Wir sind ja heute auch Freunde. Was? Bei uns geht es gleich weiter mit den PS-Profis. Die Jungs haben ein gutes Lied hin, oder? Achtung! Hä? An dieser Stelle schon mein Beileid an alle Dortmund-Fans. Schade, schade, schade. Achtung, wenn es klingelt, Freunde, ist hier Schluss. Wenn es hier klingelt, ist Schluss. Oh, 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 oh. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. So, 54. Letzter Countdown vorbei. Sie haben entweder die gesuchten 6 oder 4.
Achtung! Hallo? Ja, Hild, guten Tag. Schönen guten Tag. Was wollen Sie probieren? Die 4 für den Bonus oder die gesuchten 6? Die gesuchten 6. Die müssen es aber dann sein, ne? Ja, habe ich. Dann probieren Sie es mal aus. Legen Sie los? Ja. Ja, Ihre Städte? Ach so, das ist Lübz. Ja. Berlin. Ja. Bochum. Ja. München. Ja. Köln. Ja. Und Bonn. Schauen wir mal nach. Ah, das sind sie leider nicht. Schauen Sie mal nach. Die Gesuchten sind folgende gewesen. Damals, das sind Rhens, Kaub, Köln, München, Ulm und Bochum. Ach Gott, okay. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Mitspielen. Dankeschön. Ja. Ich sage tschüss, Lösung und Teletext 354 und im Internet. Schönen Abend noch. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der 01057. Ihre günstige Vorvorwahl.